Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Mod-Mützen-Vorstellung. Ich zeige euch heute mal wieder einen Trailer. Den findet ihr beim Standard-Trailer. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Dann klickt ihr auf Flachbett. Ausführung ändern. Und dann geht ihr hier auf. Da ist er. So. Das ist jetzt der Trailer, der jetzt hier mit dabei ist. Das ist eigentlich im Prinzip der Original-SCS-Trailer, nur ein wenig abgewandelt. Kann man hier schon gut erkennen, ne? Und sieht zumindest schon mal soweit ganz schick aus. Die gibt es auch natürlich als Kombi-Trailer sowie als HCT-Variante. Ne? Wow, die gibt es halt hier jetzt auch noch mit dazu. Was haben wir sonst noch mit dabei? Schauen wir mal. Wir haben natürlich die ganzen Achs-Varianten, so wie ihr es halt wollt, braucht, wünscht, wie auch immer. Auch in Farbe und Bunt. Gibt dann hier in diesem hässlichen Grau. Dann habt ihr hier natürlich die Standard ja, Fächer hier, Palettenkasten. Auch verschiedene Lampen hier. Die sind im Prinzip das gleiche, was SCS hier jetzt mit dabei hat. Nur, dass jetzt hier ein wenig abgeändert worden ist. Ne? So. Zumindest mit dieser Bordwand hier. Ne? Das ist halt ein bisschen anders. Aber ansonsten sieht er ganz cool aus. Den nehmen wir jetzt mal. Kaufen. Ja, nach Nürnberg. Dann schauen wir uns gleich mal die Definition an. Ist ja auch mal ganz wichtig. Ach nee, Käse. Erst müssen wir den anhängen, sonst geht's nicht. Da ist übrigens NK-Trailer. Ne? Dann gehen wir wieder raus. Dann Ladungsmarkt und dann können wir hier nochmal kurz gucken. Was haben wir alles dabei? Dachziegel, Düngemittel, Pflanzen, Substrat. Düngemittel gibt es hier noch. Dachziegel, Saatgut, Big Packs, Dachziegel, Außenfliesen und. Also definitionstechnisch sieht es ganz gut aus. Dann würde ich sagen, holen wir uns einfach mal dann die Dachziegel. Ja, jetzt schauen wir uns den Trailer mal ganz kurz an. Im Prinzip, wie schon gesagt, der Aufbau ist ja komplett original SCS, nur diese Bordwände sind es halt hier ein wenig anders. Ne? Ansonsten das Heck und so, das ist alles hier gleich geblieben. Ne? Deshalb Trailerkabel funktioniert, Liftachse, weil die habe ich ja ausgesucht, wie auch immer. Und das Heck bleibt ja gleich. Ne? Also da gibt es eigentlich nichts. So, ganz flinkes, kurzes Fazit, weil allzu viel kann ich hier gar nicht erzählen zum Trailer, denn der Aufbau ist original SCS. Es sind hier praktisch nur die Bordwände ein wenig anders. Ne? Ansonsten habt ihr alles ziemlich gleich, von die Trailerkabel bis Lüfterachse und. Das ist dann alles gleich auswählbar. Ne? Im Prinzip ist eigentlich, man könnte es auch anders nennen, man könnte sagen, das ist ein Bordwand-Mod. Na, wenn ich es jetzt mal so ganz genau nehmen würde, weil der Aufbau ist ja dann ziemlich gleich. Ich muss ein wenig die Ladungssicherung bemängeln. Ihr habt gesehen von oben, da sind ganz viele Hohlräume. Ne? Guck mal, hier ist Luft. Eieiei, wenn da die Polizei kommt, dann ist da ist erstmal Nachsichern angesagt. Aber nicht nur mit Eingurt, sondern gleich mit. Oh, so habe ich gar nicht dabei. Kannst du mal sehen, mein Freund der Nacht. Tja, dann würde ich sagen, Freiwillige vor zum Gurten. Und dann mache ich mich ganz schnell aus dem Eimer hier, aus dem Staub. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Bordwand-Mod-Trailer. Wie auch immer, hat ja auch nicht viel, hat gleich bloß 5 MB oder 14 MB, irgendwie so, also ist wirklich nicht der Rede wert. Aber boah, vorgestellt ist vorgestellt. Und ihr entscheidet ja nicht ich. Dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Falls Fragen sind, einfach noch kommentieren. Ansonsten wie immer einen Daumen da lassen, Abo für meinen Kanal und dann wie immer allzeit gute Fahrt. Und jetzt hier Freiwillige vor zum Nachsichern. Viel Spaß, macht's gut, bis bald und ciao.